Heute werde ich dir 5 Dinge verraten, die dazu beitragen, dass dein Penis an Größe verliert. Viele Männer sind sich sehr unsicher, was ihre Penisgröße betrifft. Wenn das auch bei dir der Fall ist, pass jetzt gut auf, denn ich glaube nicht, dass du möchtest, dass dein Penis kleiner wird. Die meisten Männer suchen nach Tipps, ihren Penis zu vergrößern, machen dabei aber unwissentlich Fehler, die genau das Gegenteil bewirken. Der erste Fehler, der dafür sorgen kann, dass dein Penis schrumpft, ist zu geringe Nutzung. Was im ersten Moment vielleicht etwas lustig klingt, ist aber bitterer Ernst. Du musst deinen Penis regelmäßig benutzen und damit meine ich nicht urinieren. Ich spreche natürlich von sexuellen Aktivitäten, alleine mit dir selbst oder zu zweit. Im Optimalfall machst du sogar extra Übungen und sorgst dafür, dass du deinen Penis regelmäßig trainierst. Falls du lernen möchtest, wie du deinen Penis am besten trainieren und kontrollieren kannst, dann habe ich etwas für dich. Gemeinsam mit meiner Kollegin Barbara habe ich die Best Lover Academy auf die Beine gestellt. Dort zeigen wir dir, wie du deinen Samenerguss und deine Erektion kontrollieren kannst. Wir zeigen dir auch, wie du in deinem Körper besser Erregung spüren kannst und wie du deinen Körper akzeptieren und lieben lernst. Dadurch wirst du in der Lage sein, der Mann im Bett zu sein, der du schon immer sein wolltest und das ganz egal in welchem Alter. Um an der Best Lover Academy teilnehmen zu können, musst du jedoch ein paar Voraussetzungen mitbringen. Falls du Interesse hast, klicke einfach auf den Link hier oben rechts in der Infokarte oder hier unter dem Video auf den Link in der Beschreibung. Dort findest du alle Infos. Jetzt aber erstmal zurück zum Thema. Fehler Nummer 2 ist das komplette Gegenteil im Vergleich zu Nummer 1, und zwar zu häufiges Masturbieren. Regelmäßiges Masturbieren ist gesund und wie bereits beschrieben, ist eine gewisse Aktivität deines besten Stückes sogar notwendig. Wie bei allem kommt es aber auf die Menge an. Wenn du ejakulierst, senkt sich unmittelbar danach dein Testosteronspiegel. Und wenn du diesen Prozess zu oft durchführst, dann ist dein Körper nicht in der Lage, seinen Testosteronhaushalt wieder vollständig aufzufüllen. Darunter leidet dann deine Erregung und deine Erektion. Nummer 3. Zu viel Alkohol. Zu viel Alkohol ist nicht nur schlecht für deine Leber, sondern auch für deine Erektion. Alkoholkonsum verursacht ein geringeres Blutvolumen, was wiederum dazu führt, dass weniger Blut in deinen Penis fließen kann. Das kann sogar zu Erektionsstörungen führen. Nummer 4. Rauchen. Es ist bewiesen, dass Rauchen Atherosklerose verursacht. Der Nikotinkonsum sorgt also dafür, dass deine Blutgefäße verengt werden. Das kann viele verschiedene Probleme verursachen, da Plaque auch in den Arterien entstehen kann, durch die die Blutversorgung für deinen Penis geregelt wird. Mangelnde Durchblutung und Erektionsschwierigkeiten sind die Folge. Das kann sich so auswirken, dass du Schwierigkeiten hast, eine Erektion zu bekommen oder sie zu halten. Nummer 5. Ungesunde Ernährung. Es ist ein ähnlicher Zusammenhang wie schon beim Alkohol und beim Rauchen. Insbesondere in Kombination mit Übergewicht ist dieser Punkt ein großes Risiko für dich und deinen Penis. Ernähre dich also gesund, um Übergewicht zu vermeiden. Ungesundes Essen verringert deinen Testosteronspiegel und kann zu Fetteinlagerungen im Gewebe und Verengung deiner Arterien führen. Vermeide also diese 5 Fehler und sorge dafür, dass dein Penis die besten Voraussetzungen hat, um lange hart durchzuhalten. Sieh ihn wie ein Werkzeug, das du pflegen und gut behandeln musst, damit es langfristig seinen Dienst tut. Wenn du dazu noch Fragen hast oder unsicher bist, dann bewirb dich auf einen Platz in meiner Best Lover Academy. Du findest den Link hier oben rechts in der Infokarte oder hier unten in der Beschreibung. Ich freue mich auf dich. Für mehr solcher Videos abonniere diesen Kanal. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Deine Bea von Best Lover.